Liebe Frau Rubel, hallo, Herr Parkett hier. Ich war einer Ihrer Gäste beim Repair-Café. Und zwar, ich hatte mich noch im Nachgang an meine bisher dreimalige Sitzung nochmal melden wollen, um Ihnen nochmal zu berichten, wie es jetzt mit meiner Dampfbügelstation weiterging. Ja, wir hatten ja in der letzten Session, ich glaube, Helmut war ja der Kollege, der mir geholfen hatte, hatten wir die Thermosicherung am Boiler ausgetauscht und im Nachgang. Ja, also es war halt undicht gewesen. Dort, wo die Öffnung war, wo normalerweise so ein kleiner Entkalkungsstift eingeführt wird. Ja, jetzt im Nachhinein habe ich nochmal den Boiler quasi, ich hatte ja ein Zweitgerät nochmal ausgetauscht und hatte dann quasi den Kabelbaum, der daran befestigt war, einfach von dem reparierten Gerät übernommen gehabt. Weil bei dem Zweitgerät, was ebenfalls ein defektes Gerät war, war dasselbe Teil, also in dem Fall war es jetzt die Thermosicherung am Boiler, auch defekt. Und da wir es ja nur bei einem repariert haben, wie gesagt, alles einmal gewechselt, der Boiler gewechselt, Kabelstrang übernommen vom reparierten Gerät und mittlerweile funktioniert es ganz gut. Es ist gerade momentan ein bisschen am Aufheizen. Ich habe dann zusätzlich nochmal hier die Verkleidung etwas erneuert, auch wieder vom Altgerät dieses Element, Plastikelement, als auch hinten, das sieht man, dass es farblich halt so ein bisschen anders ist, von einem anderen Modell dieses Bauteil einfach übernommen. Jetzt müsste es auch dann ihre technische Abnahmekriterien auch erfüllen. Das heißt, Feuchtigkeit kann auch nicht mehr eindringen in die Elektronikteile. Das Schönste daran. Genau, wir haben schönen, wunderschönen Wasserdampf, der jetzt rauskommt aus der Dampfbügelstation. Das war ja das ursprüngliche Problem gewesen, weshalb ich mich an Sie gewendet habe. Und ja, super, ich freue mich.